Deo, dein Energy Drink. Oh, wie clean er ist. Danke, danke. Ja. Merci, merci. Ich bin der Gilly, 26 Jahre alt, seit 3 Jahren wieder in Stuttgart und erzähle euch heute etwas über die Landtagliebe. Also ich weiß, dass am Landtag schon seit 30 Jahren ungefähr da schon geskatet wird. How old are you? 14. 14, Alter. Ich weiß noch von früher, dass am Landtag das Skaten verboten war, dass sogar mit Schildern ausgeschildert wurde. Mittlerweile sind wir an dem Punkt angekommen, wo es heißt, Skaten erlaubt, außer an Sitzungstagen. An dieser Stelle große Shoutouts an die Präsidentin vom Landtag. Ohne sie wäre es wahrscheinlich gar nicht möglich, dass wir da am Landtag skaten können. Die Schilder haben sich geändert. Rose petal, mommy rose could be rose gold. I just demonstrate greatness they cannot show. No new friends can't be welcomed in my section. See that little zone. Die Meinung gegenüber uns hat sich geändert. Wir kommen dahin, wir machen den Spot sogar sauber. Einfach nur, weil wir es schätzen, was wir da bekommen haben. Und was wir auch behalten wollen, auf jeden Fall. Ich treffe am Landtag alles Mögliche an Leute, sei es Eltern mit ihren Kids. Die OGs, die 20-Jährigen, die Girls, man merkt einfach, dieser Ort gibt dir wirklich das Gefühl, jeder ist willkommen. Das macht diesen Ort auch so speziell für Stuttgart. Yeah! Yeah! Dadurch, dass zu Anfangs Corona-Zeit alle Skateparks geschlossen waren, war der Landtag tatsächlich so der einzige Ort, wo du wirklich das Skateboarding noch so ausüben konntest, weil du einfach wirklich alleine hingehen konntest, aber dir ziemlich sicher sein konntest, dass du auf Freunde triffst. Der Landtag ist für mich wie eine eigene Insel in Stuttgart. Also du kommst da hin und vergisst einfach erstmal kurz alles um dich herum. Dort sind wir nur für uns, das heißt, du bekommst gar nicht dieses Gefühl von wegen so, du bist nicht willkommen, sondern im Gegenteil. Dadurch, dass du halt, wenn du hinkommst, auch schon auf andere Leute triffst, kriegst du richtig das Gefühl, cool, das ist unser Ort, wir können hier skaten. Es ist mittlerweile schon der Anhaltspunkt. Du gehst streeten, wir treffen uns am Landtag. Du willst einfach nur chillen, wir treffen uns am Landtag. Du willst einfach nur Spaß haben, wir treffen uns am Landtag. Es ist einfach perfekt. Wir müssen uns mal eine Zeitlupe anschauen. Meine Inspiration, Landtagliebe zu machen, war tatsächlich einfach nur jedem die Chance zu geben,
einfach einen Clip hochzuladen und einfach auf sich aufmerksam zu machen. Allein um den Leuten auch zu zeigen, die vielleicht nicht mal was mit Skateboarden zu tun haben, was an diesem Ort eigentlich passiert. So, erster Kickflip, erster Shovel, so einfach Landtagliebe markiert, so darum geht's mir. Let's go, my G! Go Skateboarding Day 2022. Ein Tag, den man auf jeden Fall niemals vergessen wird. Es waren so viele Leute da. Phil Anderson, für mich gefühlt wie ein Mentor. Okay, seid ihr bereit, Stuttgart? Jetzt auch am Go Skateboarding Day gut zu sehen, so wie gut er einfach so eine Menge anheizen kann. Go Skateboarding Day 2022! So was gab es einfach davor nicht in Stuttgart, dass alle Crews einfach an diesem Ort zusammenfinden und einfach Spaß haben. Ich hoffe sehr, dass es für die nächsten Jahre nur noch größer wird. Okay.